Jeder Kaufmann muss einen Jahresabschluss erstellen. Und noch einmal zur Erinnerung, die Struktur des HGB. Wie viele Bücher hatte das HGB? Fünf. Wobei wir eines vernachlässigen können. Und welches ist für uns das Entscheidende? Das dritte Buch. Nämlich das dritte Buch ist das Buch, das wie heißt? Handelsbücher. Wie heißt das erste Buch? Handelsstand. Da geht es um die Kaufmannseigenschaft im Wesentlichen. Ich vereinfache. Zweites Buch? Handelsgesellschaften. Drittes Buch? Handelsbücher. Viertes Buch? Handelsgeschäft. Fünftes Buch, Seehandel, können wir knicken. Fünf Bücher, wesentlich für uns das dritte Buch. Das dritte Buch beginnt bei 238. Merken Sie sich das einfach. 238. Da kriegen Sie keine Kopfschmerzen von, wenn Sie sich das einfach einprägen. Nur es ist so wertvoll, weil Sie eine Orientierung haben. Sie wissen, wo es losgeht. Und Sie müssen in der Juristerei niemals Paragraphen auswendig wissen. Sie müssen auch nicht genau wissen, wo es steht. Sie müssen ungefähr wissen, wo es steht. Und da hilft es, wenn man sich ein, zwei Haltepunkte bildet. Und der erste Haltepunkt ist 238. Jeder Kaufmann muss sein Vermögen, seine Schulden bilanzieren und tralala und so weiter. Die nächste Frage ist demnach, wer ist Kaufmann? Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.